Herzlich willkommen zum heutigen Urlaubschecker ferngesteuert. Heute aus dem niegelnagelneuen Neverland Resort von Pik Albatros hier in Hurghada. Ich freue mich ganz besonders, denn das ist hier ein Zusammenschluss vom Jungle Aqua Park plus Neverland Resort. Und gerade die Wasserattraktivitäten, mit denen sie hier werben, die werden der größte Aquapark im Nahen Osten sein. Also von daher, seien Sie gespannt und freuen Sie sich auf unseren Rundgang. Und natürlich gehe ich wie immer nicht alleine durch so eine große Anlage. Ich werde begleitet von der Guest Relation Managerin von Corinna, die schon über 10 Jahre für Pik Albatros arbeitet und zum alten Eisen in Anführungszeichen gehört. Ich werde sie natürlich jetzt vorstellen und Sie werden sehen, sie ist kein altes Eisen. Liebe Corinna, du wirst mir verzeihen, dass ich dich jetzt gerade als altes Eisen benutzt habe. Kein Problem, du darfst das. Herzlich willkommen auch von mir hier im Neverland Resort und wir freuen uns einfach, Ihnen dieses neue Projekt heute einmal vorstellen zu dürfen. Wunderbar, vielen Dank Corinna. Und damit wir nicht so viel Zeit verlieren, fangen wir schon mal an hier mit der Lobby. Hier geht alles los, wo alles beginnt. Das ist die große Lobby von Jungle Aqua Park und Neverland Resort, was durch den Neubau dieses Gebäudes ja zusammengelegt wurde. Du warst ja vorher in dem anderen Hotel und bist jetzt für Jungle Aqua Park und für Neverland Resort verantwortlich. Ist das richtig? Das ist richtig, ganz genau. Wir haben vor circa 1,5 Monaten die Rezeption zusammengelegt und sind jetzt in diesem neuen Rezeptionsgebäude, was wir Ihnen gerade zeigen, umgezogen und checken quasi nun alle Gäste ein, die Neverland Resort und Jungle Aqua Park gebucht haben. Super. Dann zeigen wir doch ganz kurz den Eingang. Über diesen Eingang kommen die Gäste herein in die Lobby und laufen direkt schon auf die erste Attraktion zu. Nämlich, nein, es ist keine Osterüberraschung. Hier sind sehr viele Hasen versteckt in der Lobby. Es ist, hat nichts mit Ostern zu tun. Es soll einfach eine nette, fantasievolle Ebene sein, wo auch noch andere Tiere dargestellt werden. Und ich finde das also von der Idee her ganz klasse. Und hier kann groß und klein, glaube ich, zulangen und kriegt zur Begrüßung erstmal einen Lolli, oder? Ganz genau. Einfach so als kleines Willkommensgeschenk dürfen unsere kleinen und natürlich auch die großen Gäste sich eine kleine Süßigkeit nehmen. So, wie machen wir weiter? Ja, Corinna, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hier durch die Rezeption durch und dann fangen wir an, dass ich Ihnen die neuen Restaurants zeigen kann. Und da gibt es dann einfach mal die näheren Infos zur Kulinarik. Da freue ich mich schon drauf. Und ganz nebenbei können wir natürlich schon den ersten Schwenk machen über einen Teil der Wasserattraktionen. Was wir jetzt hier im Vordergrund sehen, das sind die Wasserattraktionen vom Jungle Aqua Park. Und sowohl die Gäste vom Neverland Resort als auch die Gäste vom Jungle Aqua Park, Corinna, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, haben die Möglichkeit, beides zu nutzen. Genau. Das ist natürlich ein echter Mehrwert. Absolut. Also alle Gäste, die den Jungle Aqua Park gebucht haben, dürfen natürlich auch den Aqua Park im Neverland Resort benutzen, genauso wie die Neverland-Gäste auch den Ursprungs-Aquapark im Jungle Aqua Park benutzen dürfen. Insgesamt sind es dann um die 103 Wasserattraktionen und somit halt, wie eben schon berichtet, der größte Aquapark im Mittleren Osten und natürlich auch Ägypten, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind, dass unseren Gästen nun endlich präsentieren zu dürfen und da ist definitiv für klein und groß, für jedermann etwas dabei. Und da im Hintergrund sieht man diese 3 bunten Tower. Das sind die neu dazu gewonnenen Wasserattraktivitäten, die wir natürlich im Laufe unseres Rundgangs noch von Namen zeigen. Selbstverständlich. Ich war ja zur Eröffnung eingeladen, habe das wirklich schon genossen und bin aus dem Staunen gar nicht rausgekommen, wie viel Wasserattraktivitäten es hier gibt. Und ich kann natürlich auch als Rutschenbegeisterter sagen, das ist ja nicht nur was für Kinder. Das ist ja hier für groß und klein. Ich glaube, hier schlagen die Erwachsenenherzen auch viel höher, wenn man diese ganzen Rutschen, dieses ganze Rutschenparadies sieht, oder? Absolut. Also ich denke auch in Kombination mit dem neuen Aquapark ist wirklich für jede Altersklasse angefangen, von den ganz Kleinen, die vielleicht noch gar nicht richtig laufen können, in unserem Babypool, bis hin zu den Erwachsenen, die actionreich rutschen wollen oder auch einfach so eine entspannte Familienrutsche miterleben wollen, für jeden was dabei. Klasse. Und durch das Neverland Resort ist ja nochmal ein echter Mehrwert entstanden, nicht nur durch die Wasserattraktionen, sondern auch
durch die tollen Familiensuiten, die dazugekommen sind. Das Neverland Resort besteht ja ausschließlich aus Familiensuiten. Vielleicht kannst du die im Vorfeld schon mal ein bisschen beschreiben von Größe und Ausstattung. Natürlich schauen wir uns die später auch an. Genau, in dem neuen Trakt im Neverland Resort gibt es 150 neue Familien-Premium-Suiten. Jede Suite ist um die 120 Quadratmeter groß und aufgeteilt in zwei Badezimmer, zwei Schlafzimmer und einem Wohnbereich, sowie drei Zugänge zu einer Terrasse oder je nachdem, wenn es in der ersten Etage ist, zum Balkon. Dementsprechend ist für jedermann viel Platz und die Auslastung der Zimmer kann halt zum Beispiel durch vier Erwachsene und zwei Kinder ganz bequem gelöst werden. Okay. Wir befinden uns jetzt schon in einem der neuen Restaurants, im neuen Gebäude. Ich mache jetzt gerade mal so einen Rundumschwenk. Wir sind natürlich jetzt genau zwischen Frühstück und Mittagessen. Da haben natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer Verständnis für. Egal, wo man hier lang geht, ist es überall auch kinderfreundlich vorbereitet in Form dieser Märchen- und Fantasiegestalten. Das Restaurant wird jetzt wieder flott gemacht für den Mittagstisch. Welche Art von Essen gibt es denn hier? Genau, wir befinden uns jetzt gerade in unserem neuen italienischen Restaurant, das Alfredo heißt. Hier ist am Abend italienische Küche geboten. Das Restaurant hat allerdings auch zum Frühstück und zum Mittagessen geöffnet, dann ganz normal mit internationaler Küche. Okay, also das wird spezialisiert zum Abendessen, genau. Auf Italienisch. Genau. Ansonsten gibt es hier ganz normales Frühstück. Genau, interkontinentales Frühstück und internationales Mittagessen, wobei auch beim Mittag die Pizza- und Pasta-Station hier gegeben ist. Natürlich muss ich da mal dran vorbeigehen. Ofenfrische Pizza aus dem Pick Albatros Ofen. Lecker. Wir gehen vorne raus. Genau, wir gehen einfach kurz weiter. Gleich zur nächsten Kulinarik. Natürlich hier auch mit ausreichend Plätze im Freien. Mit diesem wunderbaren Blick auf diese Aqualandschaft, die mich ja immer wieder begeistert. Wie viele Restaurants habt ihr jetzt hier in dem Neubau? Also in dem Neubau sind aktuell drei Restaurants und ein viertes wird gerade gebaut. Okay. Die drei Restaurants sind einmal, wie gerade gesehen, das italienische Restaurant. Jetzt geht es einmal weiter, direkt ins nächste Restaurant. Das ist unser Burger-Restaurant. Das Burger-Restaurant ist sehr speziell, da es als Menü serviert wird. Also das heißt, unsere Gäste setzen sich an den Tisch, bekommen quasi die Bedienung nebendran gestellt und können sich dann aus den Burger-Menüs was aussuchen. Und was ganz besonders ist, dass ab und an immer mal eine kleine Tanzeinlage präsentiert wird von unseren Kellnern. Okay. So wie man das auch so ein bisschen aus diesem amerikanischen Dining kennt. Cool. Auch hier ist natürlich alles neu, klar. Man kann den Köchen bei der Arbeit zuschauen. Da sind die Pommes schon vorbereitet. Das Burgerbrot ist schon vorbereitet, sehe ich von hier aus. Das ist ja wirklich eine tolle Sache. Dann werden die Tableaus für den Service vorbereitet. Wer drin sitzen möchte, kann drin seinen Burger genießen. Und natürlich kann man auch hier, wenn man draußen sitzen möchte, auf der Terrasse Platz nehmen. Mit diesem wunderbaren Blick auf diese riesigen Rutschen. Und hier draußen sind dann so High Tables vorbereitet, wo man dann auch seine Burger genießen kann. So, wir gehen weiter. Was hast du als nächstes für uns? Genau, wir gehen jetzt einmal eine Etage tiefer. Okay. Da zeige ich jetzt mal das neue mediterrane Restaurant, was allerdings momentan nur zum Frühstück und zum Abendessen geöffnet hat. Okay. Mittags ist es geschlossen. Genau. Und das beinhaltet am Abend ein mediterranes Buffet, am Morgen ein interkontinentales Frühstück. Okay. Ist das mediterrane Buffet international mediterran gehalten? Also sowohl spanisch als auch griechisch als auch italienisch? Genau, genau. Oder habt ihr da verschiedene Themenabende? Nee, das ist schon international mediterran gehalten. Okay. Kann ich denn bei euch auch was Ägyptisches essen? Ja, wir haben in unserem alten Teil quasi oder im Jungle Park Teil noch unsere Restaurants natürlich bestehen, die sowohl die Neverland Gäste wie auch die Jungle Aqua Park Gäste nutzen dürfen. Und dort befindet sich auch ein orientalisches Restaurant. Okay, du gehst vor.
So, auch das dürfen wir von innen zeigen. Natürlich jetzt nicht hergerichtet, weil, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, wir befinden uns zwischen Frühstück und Mittagessen. Hier wird allerdings schon für den Abend vorbereitet, weil das Restaurant mittags ja nicht geöffnet hat. Richtig? Ganz genau. Gehen wir einmal kurz durch. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel mit meinen Kindern hier bin, möchte trotzdem mal ein bisschen was Kinderfreies machen. Hat man die Möglichkeit, hier die Kinder in die Betreuung zu geben? Habt ihr eine Kinderbetreuung? Also wir haben am Tag natürlich den Kinderclub, der stundenweise geöffnet hat. Okay. Fängt in der Früh an von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und am Nachmittag dann nochmal von 15 bis 17 Uhr. Okay. So konkreten Babysitting-Service haben wir aber nicht. Okay, aber es gibt einen Kinderclub. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau so eine Partnermassage im Wellnessbereich haben möchte oder so, dann kann ich die Kinder stundenweise da in die Betreuung bringen. Genau. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache, weil die Zweisamkeit soll ja auch nicht zu kurz kommen. Ganz auch genau. Nicht, wenn man Familienurlaub macht, denn man kann auch mal was für die persönliche Seele tun. Absolut. Und ihr habt einen tollen Wellnessbereich hier. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, auch vielleicht die ein oder andere Wellness-Anwendung hier mal wahrzunehmen. Wir sind jetzt hier in der Lobby, in der offiziellen Lobby und Lobby-Bar. Ich habe mich da auch korrigieren müssen, weil oben an der Rezeptions-Area gibt es auch nochmal eine Bar. Ich dachte, das ist die Lobby-Bar. Nein, das ist die Rezeptionsbar. Damit das alles ein bisschen entzerrt wird, weil es ist ja schon eine große Anlage hier, hat man also im Prinzip auf jeder Ebene eine eigene Bar. Und das hier, das habe ich bei der Eröffnung schon bewundert. Ihr habt ja eine Bäckerei mit total leckeren Sachen. Ich muss auch dieses Kamel hier mal mit drauf filmen. Die Giraffe. Ein Tier erkennen war schon immer schlecht. Aber ich habe es noch gemerkt, Gott sei Dank. So, wir haben hier die Bäckerei. Und hier werden auch Waffeln gebacken oder Pancakes. Corinna? Also wir sind hier einmal in dem Bäckereiabteil unserer Lobbybar. Da bieten wir unseren Gästen eine Eiscreme-Station, am Nachmittag eine frisch gebackene Waffelstation und von vormittags bis abends unsere Bäckerei mit so kleinen Leckereien, Kuchenstückchen, Teilchen. Und das ist den ganzen Kaffee. Tag über geöffnet? Das ist von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Okay. Also wer bei dem vielen Essensangebot hier zwischendrin noch so ein kleines Hüngerchen hat, auf was Süßes, genau, ist genau für den kleinen Hunger zwischendurch. In der Lobby war richtig aufgehoben. Genau. Super, klasse. Da ist nochmal das Kamel, was eine Giraffe ist. Ja, die klassischen Farben haben mir da gefehlt. So, nun stürzen wir uns auf das Freigelände. Genau, wir gehen jetzt einmal noch unseren Ursprungs-Aquapark vom Jungle Aquapark, bevor wir dann rübergehen in den neuen Teil und die neuen Attraktionen uns ansehen. Wunderbar. Und da werden wir gar nicht so viel quatschen dabei. Wir lassen einfach mal die Bilder auf sich wirken, weil wer so ansatzweise nur wasseraffin ist oder rutschenaffin ist, der genießt jetzt einfach auch die Bilder. Rutschen sind ja teilweise auch alters- und größenbeschränkt. Damit aber alle auf ihre Kosten kommen, gibt es sowohl auch hier im vorderen Bereich vom Jungle Aqua Resort als auch hinten im Neverland Resort eine, ja, ich sag mal, eine explizite Kinderbelustigung. So eine Kletterburg hier mit Wasserspielen zwischendrin. Im Neverland Resort, da gehen wir nachher noch vorbei oder fahren vorbei, wird es noch ein Wikingerschiff geben oder ein Piratenschiff geben. Und das kommt bei den Kindern natürlich super gut an. Ganz wichtig ist vielleicht auch einfach mal zu sagen, dass jetzt gerade zur Winterzeit der Aquapark beheizt ist. Okay. Also, dass es wirklich angenehm ist, wie man auch sieht in den Bildern jetzt die Auslastung. Es ist gut besucht, die Kinder haben Spaß und keiner muss frieren. Wirklich super. Und man muss auch dazu sagen, ich meine, wir haben ja jetzt Mitte Dezember. Ich finde, im deutschen Wetterbericht würde man jetzt sagen, für die Jahreszeit zu warm. Ja, absolut.
Aber hier ist das natürlich ein Riesenvorteil, wenn es für die Jahreszeit zu warm ist, weil so kommen auch die Urlauber, die dem Schmuddelwetter in Deutschland entfliehen wollten und es ein bisschen wärmer haben wollten, die haben es jetzt nochmal richtig warm. Weil wir haben hier die letzten Tage immer so zwischen 26 und 28 Grad gehabt. Ja, man kam schon noch gut ins Schwitzen, muss ich sagen. Unglaublich. Ich tue es übrigens gerade auch. Aber das tun wir gerne. Wir genießen dieses Klima hier in Ägypten. Wir genießen die niedrige Luftfeuchtigkeit, dieses Wüstenklima. Das ist was ganz Besonderes. Und wer hier in Ägypten Urlaub gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Sag mal, wie viele Pools haben eigentlich diese zwei Anlagen zusammen? Hast du das mal gezählt? Ja, es sind insgesamt 48. 48 Pools. Das ist ja unglaublich. Dann haben wir hier wie so eine Art Lazy River, genau, der drumherum läuft. Der ist circa 1,5 Kilometer lang und umfasst quasi einmal, kann man einen Rundumschwimmgang machen um den Aquapark. Um den Aquapark vom Jungle Aqua. Genau. Ne? Und ich sehe schon zwischen den Bungalows vom Jungle Aqua leuchtet schon so ein bisschen das Neverland Resort durch. Hier werden viele jetzt ein Déjà-vu haben, denn das sind ja noch die Bungalows oder die Zimmer vom Jungle Aqua, die sich durch das ganze Gelände ziehen. Und als Erweiterung dieser schönen Anlage kam, wie gesagt, jetzt dieser riesige Aquapark von Neverland Resort noch dazu. Zuzüglich 150 Familiensuiten, Premium-Suiten mit 120 Quadratmeter Wohnfläche. Also das ist eine Hausnummer. Und wer es im Urlaub mit den Kindern gerne entspannt hat, der bucht sich am liebsten so eine Suite mit getrennten Schlafzimmern, Wohnzimmern. Ich habe gesehen, es sind große Balkone, wenn man im ersten Stock wohnt, oder große Terrassen, die um die Ecke gehen. Also wirklich sehr, sehr großzügig. Wer die Anlage kennt, der sieht jetzt hier die ehemalige Grenze. Hier war eigentlich, wo die Treppe vorne ist, hier war das Jungle Aqua Resort zu Ende. Und da kam Wüste. Und dann hat Mr. Kamel Abu Ali einfach noch ein bisschen Wüste dazu gekauft und hat mal eben drei riesige Aqua Tower hier hinbauen lassen. Man wird da übrigens mit einem Aufzug hochgefahren. Man muss da keine einzige Treppe laufen. Also unglaublich. Corinna, ich gehe schon mal rauf und komme wieder hierher zurück. Okay. Und zeig mal kurz das Restaurant, weil ich denke mal, wenn wir jetzt gleich mit dem Clubmobil fahren, können wir das nicht so zeigen. Genau. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen kurzen Schwenk und komme wieder hierher. Alles klar. Bei der Eröffnung hat hier eine Blaskapelle gespielt. Die ganzen Honorigkeiten aus Kairo, aus Hurghada und natürlich der Besitzer von Peak Albatros, Mr. Kamel Abu Ali, waren bei der Eröffnung natürlich da und hier war richtig was geboten. Das ist die, ich sag mal jetzt, die Aqualand Bar. Wer hier sich im Wasserpark aufhält und was trinken möchte, der kann sich hier in der Bar etwas machen lassen. Im hinteren Bereich sieht man die neuen Zimmertrakte, wo sich die Familiensuiten befinden. Genau 150 an der Zahl. Und das hier ist einer der Tower. Einen Schwenk mal drüber machen. Dann gehe ich mal rüber. Hier sieht man eine riesige Halfpipe. Die dann sich im Prinzip in die Halfpipe ergießt. Wahnsinn! Und hier im Tower 3
gibt es auch noch mal jede Menge Rutschen. Wie Corinna schon gesagt hat, sämtliche Wasserattraktivitäten laufen aus in beheizte Pools. So, ich warte eine Sekunde, bis hier der Nächste mit seinem Ring sich in die Halfpipe ergießt aus der Tunnelrutsche heraus. Ach, da juckt es mich ja jetzt schon, Corinna. Ich habe keine Badehose dabei. Oh, ich leih dir eine, da finden wir bestimmt was. Ich wollte schon immer mal in deiner Badehose auf die Rutsche gehen. Sorry. Ist wohl gerade niemand oben. Es traut sich keiner. Und es laufen tatsächlich welche auch die Treppen rauf, obwohl es den Aufzug gibt. Genau, in jedem Rutschenturm gibt es einen Aufzug. Da! Quatsch! Hast du denn auch schon erwähnt, wie stolz wir auch auf die Mini-Cobra-Rutsche sind? Nein. Nein, wir haben nämlich diese King-Cobra-Rutsche, das schauen wir uns nachher noch an, auf der anderen Seite in unserem Jugendrutschentrakt in Miniaturform nachgebaut, damit auch unsere zu großen Kinder und zu kleinen Erwachsenen diese Cobra-Rutsche genießen können. Ja, woher soll ich das wissen, wenn du mir das nicht erzählst? So, dafür hast du Unterlassungssünde. So, wir gehen jetzt einmal Richtung Zimmer. Nach, weil du warst so im Stress bei der Eröffnung. Ich möchte noch einen kurzen Schwenk, weil ich weiß nicht, ob wir da nochmal dran vorbeigehen, über diese Aqualandschaft hier machen. Weil das kann man alles zu Fuß durchlaufen und wird dabei so ein bisschen beduscht, ne? Genau, das ist wie so ein Wasserspielplatz einfach. Und das haben wir auch besonders für die kleinen Kinder erschaffen, weil es gibt viele Kinder, die einfach Angst haben vor dem Rutschen, die aber trotzdem gern einfach mal ein bisschen planschen möchten und nicht nur in einem normalen Pool. Oder Angst haben, wenn es tiefer wird als bis zum Knie. Ganz genau. Und das aber hier halt auch mein Appell ganz, an die Eltern. Flach. Es sind auch schon Kinder ertrunken. In ganz flachem Wasser. Auch bitte in einer Pfütze. Achten Sie auf Ihre Kinder. Natürlich gibt es hier überall Security und Wasserwächter, will ich mal Bademeister. Ja. Aber man ist natürlich auch schon so ein bisschen in der Eigenverantwortung, wenn man so ein kleines Kind hat, was nicht schwimmen kann. Entweder ausschließlich mit Schwimmflügel rumlaufen lassen, ist mein Appell. Oder einfach nah dabei sein. Ganz genau. Ja? Weil die Kinder haben so einen Reflex, wenn die mit dem Gesicht ins Wasser fallen, stehen die nicht auf, obwohl sie aufstehen könnten. Ja. Das ist erwiesen. Deswegen bitte, liebe Eltern, passt auf eure Kinder auf. Hier gibt es viel Wasser. Ah, und wir gehen jetzt da an der Sache vorbei, die hat mir bei der Eröffnung schon toll gefallen. Hier gibt es nämlich einen Klettergarten. Genau, das ist so ein Hochseilgarten, in dem quasi, wie wir jetzt auch gleich bildlich sehen können, so ein Kletterparcours stattfindet und die Gäste bzw. auch die Kinder oder Jugendlichen und auch die Erwachsenen aber auch gesichert sind. Also es darf keiner ohne diese Sicherung darüber klettern, aber es ist natürlich für jeden eine Herausforderung, diesen Parcours zu meistern, weil es ist nicht nur hoch, sondern auch nass. So, wir gehen jetzt Richtung Zimmer. Ich hoffe, dass das Mikro die Musik so ein bisschen weggefiltert hat. Wir können es nicht ganz abstellen, weil das zentral gesteuert ist und ansonsten in der ganzen Anlage die Musik ausgehen würde. Und das wollte man hier nicht. Kann ich auch verstehen. Also von daher bitte ich um Nachsicht, wenn es zwischendrin mal ein bisschen zu laut war wegen der Musik. Hier steht Entertainment im Vordergrund. Vor allen Dingen Wasser-Entertainment. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, weil das ist ja für mich eine Premiere. Ich habe die Zimmer noch nicht gesehen und bin sehr gespannt. Da
jemand laut Spaß. Das war die Halfpipe-Rutsche. Oh, wie schön, Schatten. So, dann oh, ins kleine Stübchen. Das war süß. Ich fange direkt vorne an. Mei, das ist ja ein Tanzsaal hier. Toilette. Da muss man nicht großartig zeigen. Toilette ist eine Toilette. Natürlich hier die ganzen Gäste-Treatments. Vom Shampoo über Conditioner. Eine riesige begehbare Dusche hier. Also sie ist wirklich riesig groß. Da kann die ganze Familie gleichzeitig duschen. Hat man viel Zeit gespart. Aber damit eins nicht zu wenig ist, hat man gleich noch ein zweites gebaut. Also man hat hier wirklich zwei komplette Bäder mit zwei riesigen begehbaren Duschen. Also Platzmangel wird es hier definitiv nicht geben. Ja, wo fangen wir denn mal an? Ist ja unglaublich. Ein riesiges Schlafzimmer hier. Mensch, das ist ja wirklich riesig. Ganz wichtig. Habt ihr auch deutsche Kanäle hier? Selbstverständlich. Welche Kanäle habt ihr denn? ARD, ZDF, RTL, Sat.1, ja, ist da was dabei? Gut, dadurch, dass natürlich das deutsche Fernsehen nur noch übers Internet empfangen werden kann, kommt es halt immer ein bisschen auf die Einspeisung an hier in Ägypten. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Aber es sind auf jeden Fall immer 5 deutsche Kanäle. Ein Wohnzimmer? Da. 5 deutsche Kanäle, mhm. Wow. Die Minibar, gut bestückt, Kaffeekocher, Wasser. Auch im Wohnzimmer natürlich ein Fernseher und kein kleiner. Vom Wohnzimmer aus geht es ins nächste Schlafzimmer. Das ist das Elternschlafzimmer, würde ich jetzt mal sagen. Nein? Nein, das wäre das Kinderschlafzimmer. Das wäre das Kinderschlafzimmer. Genau. Mit dem Doppelbett ist es das Elternschlafzimmer. Okay. Siehst du, war ich jetzt auf dem falschen Dampfer. Aber das kann man ja auch individuell handhaben. Wo gerne schlafen möchte. Aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal, vielleicht gehst du voraus und machst mal die Tür auf zur Terrasse raus. Weil die Terrasse ist riesig und die ist identisch gleich groß mit dem Balkon oben. Das geht nämlich über die Ecke. Also das ist quasi nur ein Zugang von der Terrasse, weil man kann einmal rundherum gehen und man hat von jedem Schlafzimmer sowie vom Wohnzimmer einen Zugang zur Terrasse. Klasse. Also hier ist dann nochmal eine Tür, wo man rausgehen kann. Und hier ist natürlich klasse, hier ist man direkt an einem der Pools und hat es nicht weit zu den Rutschen. Wow, das ist der 7er Trakt hier, ne? Der 7000er Trakt, ja, genau. Dann geben wir jetzt einfach mal so einen kleinen Geheimtipp. Dann wissen die Gäste schon mal, wenn sie nah am Wasser sein wollen, ist das hier zum Beispiel eine Sache. Ich finde das auch klasse, dass hier so ein Wäschetrockner angebracht ist an der Wand, wo man die Handtücher, die Badewäsche aufhängen kann zum Trocknen. So, dann gehen wir wieder rein und wieder raus. Also wirklich sehr großzügig, sehr geschmackvoll eingerichtet, gut klimatisiert, 2 Kleiderschränke rechts und links, 2 riesige Bäder. Also hier, denke ich, kann man mal so 3 Monate Urlaub machen. So, den Rest der Tour, den lassen wir uns ein bisschen bequemer machen. Wir lassen uns fahren. Setzen wir uns beide hinten hin? Ja, nochmal. So. Hallo. Und dann nehmen wir die Zuschauer mit. Corinna, ich muss noch eine Sache ansprechen. Wir haben ja Restaurants gezeigt im neuen Rezeptionstrakt, wo die Gäste alle einchecken. Aber wir haben ja auch erwähnt, dass man hier einen Mehrwert hat, dadurch, dass die Neverland Resort Gäste auch die Jungle Aqua Park
rutschen den Aquapark mitnutzen dürfen. Und das beschränkt sich ja nicht auf den Aquapark. Es sind ja die Restaurants dann auch inkludiert. Ganz genau. Was haben wir denn da noch für Restaurants? Es ist so viel, dass ich das nie richtig zusammenkriege, aber du weißt es. Also wir haben natürlich in unserem Jungle Park Trakt ganz normal wie gewohnt für unsere Gäste zum Beispiel das asiatische, noch ein italienisches Restaurant, genauso wie ein mediterranes Restaurant und auch ein orientalisches Restaurant sowie ein Fischrestaurant, okay, was unseren Gästen da einfach noch zur Verfügung steht, oder eine weitere Eisdiele, die da vorhanden ist. Wahnsinn. Also ich denke, wenn man hier nur eine Woche bucht, gibt es mehr Restaurants als Wochentage man hier ist. Wird schwer. Also von daher kann sich hier keiner beschweren, dass man zu wenig hat. Hier fahren wir gerade an dem tollen Piratenschiff vorbei, was ich erwähnt habe für die Kinder. Und hier ist auch nochmal so eine Tunneltrichterrutsche. Hier habe ich die Live-Schalten übrigens gemacht während der Eröffnungsfeier, weil man hier einen wunderbaren Blick hat auf diese Rutschentürme. Und wir fahren hier an den neuen Zimmertrakten vorbei. Die Zimmer sind alle gleich ausgestattet, Corinna, ganz oder gibt es genau da Unterschiede? Nein, die sind alle gleich. Also, sind auch wirklich so ein bisschen im ruhigeren Teil. Man hat hier kaum Lärmbelästigung, wenn man es überhaupt als Belästigung sehen würde, von den Wasserattraktivitäten. Und auch von der Musik her, das würde ich sagen, sind eher so diese Relax-Areas hier ganz oben, genau, oder? Ganz genau. Und auch ausreichend Pool vor jedem Villentrakt oder Suitentrakt gibt es einen separaten Pool. Also wer gerne mal seine Ruhe haben möchte, der ist hier natürlich super gut aufgehoben. Und von hier oben, weil das so ein bisschen erhöht ist, hat man natürlich auch wieder einen wahnsinnig tollen Blick auf die ganze Rutschen- und Aqua-Fun-Area. 103 verschiedene Wasserattraktivitäten, hast du gesagt. Das ist wirklich irre. Dann hat man ja fast keine Zeit mehr für was anderes, wenn man hier so ein Rutschen-Fan ist. Ich glaube, ich würde mit meiner Frau Krach kriegen, weil die mich immer bei den Rutschen suchen würde. Nee, ist wirklich toll. Und ich bin ja sowieso ein großer Fan von zielgruppenorientiertem Urlaub machen. Okay. Ja, denn wenn ich meine Zielgruppe zufrieden machen kann, klar, dann habe ich zufriedene Gäste. Ja, und hier hat man sich einfach auf die Wasserattraktivitäten festgelegt. Ganz genau. Ja. Und ich denke auch, dass halt gerade mit dieser Zielgruppe einfach jedes Alter mit abgedeckt ist. Ja. Egal ob Familie, ob Single, ob alt, ob jung, ob groß, ob klein, jeder findet etwas. Und jeder weiß ja vorher, was hier geboten wird. Genau. Und wenn ich das nicht mag, dann buche ich ein anderes Hotel. Richtig, da gibt es ja, zum genügend. Beispiel das Alf Laila Velaila, wenn wir schon mal ein bisschen Werbung für die Kette machen. Ne? Das Alf Laila Velaila heißt ja jetzt auch bei Neverland, weil dieses ganze Gelände wurde ja mehr oder weniger umbenannt jetzt auf Neverland, weil für jede Zielgruppe was dabei ist. Ganz genau. Also es, dieses Neverland-Projekt, Neverland City, besteht quasi aus drei verschiedenen Hotelanlagen, wo natürlich auch das Alf Laila Velaila zugehört, genauso wie der Jungle Aquapark und halt jetzt das neu erbaute Neverland Resort, wo wir gerade durchfahren. Das ist schon, ja, die Hotelkette selber bei Mr. Camel Abu Ali ist ja schon Imperium. Kann man schon nicht mal absolut Hotelkette nennen. Das ist ja schon ein kleines Imperium, was der Mann da geschaffen hat. Ja, aber das hier mit der Zusammenlegung von drei Hotels auf einem Grundstück eigentlich. Man kann ja vom Neverland Resort auf dem Grundstück rübergehen bis zum Alf Laila. Ja, ich muss nicht raus auf die Straße. Nee, das ist richtig. Man kann theoretisch da schon durchgehen. Allerdings ist es so, dass zum Beispiel die Neverland-Gäste, die Neverland gebucht haben, auch dann einmal Zutritt und Zugang zu der Neverland-Show haben im Alf Laila. Und die Alf Laila-Gäste haben zum Beispiel einmal pro Aufenthalt den Zugang und Zutritt zu den Aquaparks frei. Ah, das ist auch eine wichtige Information. Genau. Frei begegnen kann man sich schon. Allerdings, so Restaurants sind weiterhin getrennt. Okay. Also die Restaurantzusammenlegung hat im Prinzip nur stattgefunden für die Jungle Aqua Gäste und für die Neverland Resort Gäste. Ganz genau. Wunderbar. Wo fahren wir jetzt hin? Where do we go? Ah, wir gehen noch einmal den neuen Spa begutachten. Ich glaube, da ist eine relativ bekannte Spa-Kette drin. Kann das sein? Ja, das ist jetzt mittlerweile der Saya Spa. Genau. Astrid und ich sind Mitglied bei Saya Gym. Mhm. Die haben ja ein wunderschönes Fitnessstudio in der Stadt. Ja, hier auf der Seite, genau, hier auf der Seite, also bitte nicht erschrecken, liebe Zuschauer, wird gerade einfach
Renoviert. Renoviert, genau. Kernsaniert, renoviert, damit wir unseren Gästen immer neue, moderne Zimmer. Das sind die Jungle Aqua-Bungalows. Genau. Die werden komplett neu gemacht. Komplett kernsaniert, ja. Wow. Und damit auch keiner jetzt Bedenken haben muss, das ist ein Bereich, der komplett geschlossen ist. Ja, der Bereich ist und komplett weg gesperrt. Ist vom Rest. Ganz genau. Also da wird keiner belästigt von den anderen Gästen. Der Bereich ist sehr abgeschottet und komplett abgesperrt, dass rundherum niemand beeinträchtigt wird. Und irgendwann muss man ja auch mal renovieren. Ich meine, die Anlage, das ist ja auch schon älter. Richtig. Und die Zimmer, kann man auch offen sagen, kamen schon in die Jahre. Absolut. Und sukzessive wird das jetzt alles neu gemacht. Genau. Und das ist natürlich auch der Riesenvorteil mit der Hotelkette Peak Albatros. Da ist einfach auch ein potenter Inhaber hinten dran, der bereit ist, Geld zu investieren. Hier haben wir ein riesiges Festzelt. Das machen alle Hotelanlagen jetzt über Weihnachten und Silvester. Denn da gibt es die Essenszeit mehr oder weniger zusammengelegt und Gala-Buffets. Und die Restaurants haben natürlich nicht die Kapazität, um alle Gäste zur gleichen Zeit zu empfangen. Ja, und vor allen Dingen wollen wir unseren Gästen gerade an so Feiertagen auch einfach was Besonderes präsentieren und ermöglichen. So, wir sind jetzt beim Sayas Bar angekommen. Ohne dass ich jemals hier drin war, ohne dass ich hier eine Anwendung hatte, kann ich sagen, da wir ja Saya-Kunden sind in Hurghada, die machen einen Bombenjob. Die sind in einigen Hotels, ausschließlich in guten Hotelanlagen vertreten. Und wir betreten jetzt mal so den Empfangsbereich vom Spa. Und wie sich das gehört, riecht es natürlich hier auch schon nach Spa. Ne? Sehr wellnessmäßig. Klasse. Von hier aus wird man abgeholt zu den einzelnen Behandlungen. Ganz wir gehen genau. da jetzt auch nicht rein, weil ich weiß, dass die gut belegt sind. Absolut. Aber wir ja. wollten wenigstens mal den Eingangsbereich zeigen, dass die Gäste wissen, es gibt hier eine tolle Spa-Area. Und wir haben ja schon erwähnt, dass die Kinder während der Behandlung auch mal in die Kinderbetreuung abgegeben werden können, sodass man hier als Ehepaar, natürlich auch als Single, wenn man ohne Kinder verreist, aber da jeder Gast kann sich hier was Gutes für die Seele gönnen. Und sowas tut wirklich gut. Also ich empfehle jedem Gast, der nach Ägypten kommt, ziemlich am Anfang die Kleopatra-Behandlung machen zu lassen, wo der ganze Körper abgeschrubbt wird, die ganzen alten Hautpartikel weggeschrubbt werden und die Sonne fit gemacht wird für die Haut wird fit gemacht für die Sonne, so herum. So, wir gehen jetzt zur Rezeption. Genau, wir fahren wieder zurück zur Rezeption. Okay. Und wir hoffen natürlich, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einen guten Eindruck und möglichst viel von der Hotelanlage zeigen konnten. Es gibt natürlich auch ein Fitnessstudio hier. Ja. Wer die zu viel gegessenen Kalorien abtrainieren möchte im Urlaub, der hat die Möglichkeit, das natürlich auch im Fitnessstudio hier zu tun. Ganz genau. Das ist jetzt, glaube ich, die ehemalige Rezeption vom Jungle Aqua. Genau, geradeaus sehen wir quasi die Auffahrt, die ehemalige Auffahrt zur alten Rezeption. Aha. Da wird in Zukunft natürlich auch etwas anderes drin stattfinden, was wird aber noch nicht verraten. Okay, ja. Das nächste Highlight oder genau. was? Cool. Ja, man darf ja nicht stillstehen, ne? Es muss ja immer vorwärts gehen. Das stimmt. Wer nicht wirbt, der stirbt und wer nichts tut, stirbt auch. Hier ist auch so die Grenze, glaube ich, zwischen Jungle Aqua und Alf Laila Velaila. Ganz genau. Ich jetzt hier rüber schwenke, da sieht man so ein bisschen, was die orientalischen Türmchen da hinter der Mauer rausschauen. Das ist dann schon die Anlage vom Alf Laila Velaila, auch gerade bei den Sonnenklargästen. Ganz beliebte Hotelanlage und ich glaube, ihr habt eh schwerpunktmäßig schon deutsche Gäste, ne? Ja, sind sehr das viele muss ich deutsche schon sagen, hier. Ja. Viele Stammgäste, viele deutschsprachige Gäste, Deutsch, Österreich, Schweiz ist stark vertreten. Und deswegen haben die Zuschauer natürlich auch den großen Vorteil, dass hier immer gegeben ist, dass deutschsprachige Guest Relations da sind. Weil wir haben schon den einen oder anderen, der in einem Alter ist, der in der Schule nicht so gut Englisch hatte oder gar nicht Englisch hatte, fremdsprachentechnisch nicht so unterwegs ist. Und diese Sprachbarriere ist für manche tatsächlich auch ein Grund, gewisse Hotels oder gewisse Länder oder gewisse Regionen nicht zu bereisen, weil man einfach Angst hat, dass man sprachlich nicht weiterkommt. Also die Bedenken muss man hier in Ägypten überhaupt nicht haben. Wir sind hier absolut auf Deutsche eingestellt. Ägypten ist unglaublich deutschfreundlich. Das erfahren wir hier als Residente, die hier leben, immer wieder. Die Deutschen haben hier ein sehr hohes Standing und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Und im Gegenteil, wenn die jetzt merken, wir leben schon ein paar Jahre hier, das geht dir ja auch so, du hast ja hier auch einen Mann und deine Kinder, wenn die merken, dass man so ein paar Brocken Arabisch kann, dann geht das Herz auf. Genau. Ja, dann merken die nämlich, dass man sich damit ein bisschen identifiziert und auch nicht nur die Sonne und das Klima genießen will, sondern auch Land und Leute. Und das hat mit Sicherheit auch seinen Charme hier. So, wir sind jetzt wieder auf der Auffahrt vom Neverland Resort und gleichzeitig auch Anreise-Area für die Gäste vom Jungle Aqua. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Thank you very much. Und dann gehen wir nochmal in die Lobby rein. Und da möchte ich mich natürlich noch standesgemäß von Corinna verabschieden. Meine liebe Corinna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, es hat ganz viel Spaß gemacht, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir euch alle bald zahlreich bei uns begrüßen dürfen. Das hoffen wir auch und wir hoffen, dass wir allen einen guten Eindruck von dem neuen Neverland Resort geben konnten. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus Hurghada und ich sage, bis bald in einem der vielen schönen Hotels hier.